Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf dem Minecraft Freunde Server. Heute haben Ben, Gambo und ich eine Alex Cave erkundet und ja, wir haben eine Menge coolen Stuff gefunden, eine Menge krassen Zeug erlebt und das alles werdet ihr jetzt im Video sehen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und zwar habe ich auf einer Erkundungstour diese Höhle hier gefunden. Das ist eine Alex Cave. Es gibt, die sind sehr, sehr, sehr selten. Also großes Glück, dass ich die hier zufällig gefunden habe. Was uns da jetzt erwartet, ich habe absolut Wasser keine hinstellen? Ahnung. Nö. Okay. Das ist... Kammwort verkackt, ich hab's ja. Genau gesehen. Also die ist halt riesig, Leute, ne? Das ist eine komplett eigene Welt. Da können jetzt auch Dinosaurier und sowas rumlaufen. Muss was machen. Hey, also wir könnten halt starke Mobs sein. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Jungs, guckt mich nicht so böse an. Pull-Risiko. Das ist das überhaupt so unten schon gelaufen? Ja. Digga, hier sind Dinos! Hier sind Dinos! Wir können nicht wieder da runter, du hast das Wasser abgebaut! Nein, wir müssen da rechts. Wir haben Gambo verkauft. Gambo ist das Foto. Gambo. Hä, hat er dich gewonshottet? Nein, Ben. Ja, wo bist du, eine Krabbe? Wo bist du, Ben? Ach nee, das ist, bist nicht du, das ist. Kannst du da hoch wieder Wasser reinsetzen? Nee, wie nein, kann ich natürlich nicht, Alter. Okay, nein. Wir schaffen das halt, wir gehen runter, los, komm. Digga, die spawntrappen dich da, ne? Ich sag dir jetzt, wie es ist, Ben. Also, da ist nichts mit schaffen. Velociraptor hat Gabo so weggeweht, Alter. Der wurde von der ganzen Herde weggehauen, also wirklich. Junge, ich wurde da von 20 Dingern überrannt. Ja, warte, wir machen Bienenmove und fahren erstmal an der halbwegs sichere Stelle. Ja, okay. Biene. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich totes angegriffen, Alter. Ich hab das Gefühl, wir werden von hinten gleich richtig weggemacht. Ich höre es die ganze Zeit, ich habe so Angst, ne? Ich habe eine Gänsehaut. Das ist ein Subterrondo. Guck. Da kommt. Die kommen alle, Fabi! Nein, das war's. War auch so, dass die hier nicht langkommen. Die gehen da hoch! Ich kann auch Wände hochklettern. Ich will gar nicht das Eier bauen. Du hast nicht zufällig einen Bogen oder so? Ey! Doch, ich habe einen Bogen. Ey, ich habe Power 2 Bogen sogar. Hast du auch Pfeile? Ja, schnell, Alter. Boah, big. Oh, Alter, die kamen schon! Ah! Ich hab dich, Ben! Ja, die machen gar nicht so viel Schaden. Die haben Sprungangriffe, Alter. Boah, warte mal. Ballum Raptor! Was ist das für ein Dinosaurier? Spaß. Ein Zombie! Ein Zombie-Saurier. Ein Zombosaurus. Der ist gedroppt, ne? Nee. Morph. Hast eigentlich Gambo eigentlich einen getötet, bevor du gestorben bist? Was soll ich da töten? Da kommen noch mehr, Nein, warte, lass sammeln. Egal, mit Schild geht schon. Ich weiß nicht, wo der sterben konnte. Na gut, ja. Gambo, wir haben ja komplett verkauft, ne? Der wurde von 15 angegriffen, muss man dazu sagen. Also, ich habe das auch gesehen. Ich habe den Dino runtergeschlagen und bin hochgeschwommen. Okay, lass weiter runter. Das sind aber andere, oder? Guck mal, der eine hat so eine Krone da auf. Ja, da rechts, ne? Das ist, glaube ich, der Häuptling. King von denen. Was ist denn ein Verbrennungs? Das ist aus der Höhle. Das ist ja anders als Rudel, Fabi. Nein, Ben. Ich bin in die Höhle gefallen. Und was? Ah! Was ist das hier? Okay, es lebt noch. Lebst du noch? Ja, ich bin noch. War schon. Das war knapp. Also, es war jetzt nicht, ja, wir machen das. Wie kannst du hier sterben? Oh mein Gott, der hat das übelst gegrölt. Das war ein T-Rex. Oh mein Gott. Das ist for real ein T-Rex, Fabi. Ich sehe es. Oh mein Gott. Der hat uns gecheckt. Nein. Ich verkauf dich. Du verkaufst mich. Oh mein Gott. Ja. Wenn wir den killen, das ist so Baba-mäßig, Fabi. Kannst mit du? Bogen. Ja, ich habe halt keinen Bogen. Ich nerv ihn. Du hast nicht getroffen. Jetzt. Oh, oh. Oh mein Gott, der triggert. Ich verkauf dich, Ben. Ja, Bugs. Ben Yami. Oh, weil ich hab keinen Bogen, Mann. Oh, siehst du, wie ich fast bridge? Ja. Boah, das war anders gekonnt, Junge, weil ich ein Macher bin. So wusste ich. Hey, der grölt so, dass es vibriert. Ich wollte gerade sagen, ich vibriere richtig hier runter. Ja, der kann wahrscheinlich die Blöcke auch zerstören, wenn es ganz doof läuft jetzt. Egal, mit Bogen können wir ausnutzen. Wenn ich einen Totem in der ganz normalen Mainhand habe, hilft mir das dann auch zur Not? Ja. Da ist eine Biene hinter mir, ein Dino-Biene. Echt jetzt? Achso. Ich hab ihn. Oh. Hat der was gedroppt? Knochen.
ob der nichts gedroppt hat, ey. Wollen wir da unten die letzten erstmal töten, damit wir hier ein bisschen Ruhe haben vielleicht? Ja, ich glaube halt, die spawnen hier immer weiter. Ey, ich mache eine Dino-Farm hier rein. Ja. Kriegt man die Morphs von den Dingern eigentlich? Ja. Wenn man nicht von denen stirbt, dann kriegt man auch Morphs. Hier sind fleischfressende Pflanzen, wie cool. Ah, die ja, habe ich auch schon gesehen. Ach, das sind schwere Knochen, das sind besondere Knochen aber auch. Sind das auch besondere, ist das ein besonderes Gras oder ganz normal, ne? Nee, das ist schon... Ja, ist ganz normal, der T-Rex war so babamäßig, Alter, da kommt noch einer. Oh, das wäre so geil, können wir dann nachher einfach mal im Dorf als Dino-Family rumlaufen? Ja, wenn irgendjemand da ist, der T-Rex läuft dann da rum. Aber hier gibt es halt noch viel mehr, ne, glaube ich. Da oben ist ein neuer Dino. Nein. Ja, noch größerer? Noch mehr Dino. Yeah. Oh Gott, ich bin irgendwo, okay. Ey, warte mal. Ich habe glaube ich, einen Trick 17. Ey, da ist ein Flugdino. Es gibt auch Flugdinos? Da. Der blaue. Ich glaube, ich habe einen Trick 17. Hier, guck. Du musst da hingucken, wo ich hingucke. Okay, der ist jetzt da in die Ritze rein. Da war so ein blau-gelber Flugdino. Ob man den reiten kann, Alter? Junge, das wäre so krank. Ich glaube, der ist sehr krank. Meint ihr, der ist krank? Also zu dritt, glaube ich, kriegen wir den. Ich würde mich erstmal hochstecken. Ich hab halt doch nur noch 40 Pfeile, ne? Lass erstmal hochstecken. Benjamin! Der Hände, der sieht anders gefährlich aus, sollte mich verarschen. Ich hab ihn! Oh. Hat er das gedroppt? Das war eine Folge. Gebratenes Dinosaurier-Kotelett. Oh, das lässt mir anders schmecken. Weil du den mit, wenn du Dings mit, Junge, die machen so Bouncer-Sprünge, Alter. Das ist wirklich crazy. Ist das krank? Die können über meinen Kopf hinwegspringen. Boah, guck mal, wie groß das hier nach hinten. Da ist noch so ein Dino, aber der ist nicht so gefährlich, glaube ich. Das ist eher so ein Pflanzenfresser. Ja. Ich wollte Grasfresser sagen, aber. Ja, Fabio, okay. Ja, komm, wie wenn ich das ein bisschen los. Mann, ich weiß auch, das heißt, aber mir fiel das Wort nicht ein. Wollen wir den hier töten? Gamo, willst du den Morph haben? Ich will den töten, aber. Hier sind zwei. Ah, okay. Okay, ich guck mir das an, wie ihr das macht. Boah, Gamo kriegt einen Hebel. Nein. Ich verkaufe euch. Ich krieg meinen schon, ich hab ja einen Bogen. Vorteceratops, Alter. Oh, das Fleisch sieht anders saftig aus. Ja, das sieht nach einem richtigen Steak aus. Hä? Oh, Bruder! Achso, das ist Gambo. Das ist Ach, das ist deiner. Ich dachte, das bist du. Warte, komm her, Gambo, du kannst von hier bleiben. Hey, ich check nicht. Also, ihr seid gar nicht verwandt. Ihr seid das, Alter. Nein. Junge, das ist eine ganz andere Welt. Hier sind neue. Das ist eine komplett kranke Welt. Es geht halt auch riesig weit nach hinten, ne? Ja, die sind riesig. Stell mal das Bett auf, Ben. Ich hab eine Struktur. Mann, Fabi, du hast so eine Angst zu sterben. Mach mal einen Risk taken. Ich. Wer stirbt, hat es dann halt auch nicht verdient. Bin tot. Wow, was ist das denn hier? Das ist ich hab eine Struktur gefunden. Kambo halt. Ich hab eine Struktur gefunden. Was ist denn das hier? Hier ist eine Dinosaurierpfote. Bro, das ist ein riesiges Skelett. Das ist arschcool. Was ist das krank? Digga. Kann man den mitnehmen? Verdammt, das behält aber das Design. Ja, leider. Ich hatte so einen richtig geilen Dinosaurierkopf da drauf. Was ist das hier? Ein Frosch! Froggy! Wir nehmen Elina einen gelben Froggy mit! Als Morph! Aber machen wir auf dem Rückweg. Ja, merken wir uns wahrscheinlich. Oh nein, sind die so sauer alle auf einmal? Nee, ich glaube, die greifen den hier an. Nicht uns. Wollen wir Froggy wirklich mitnehmen oder als Morph? Also Froggy wurde gerade getötet von den Dinos. Oh, ich hab Lust. Okay. Hua Froggy. Freunde 2 und Rip in den Chat. Oh mein Gott, ich hab den kranksten Dino. Nein, ich seh's. Oh Gott. Moly. Hol dir den Morph, Ben. Ja. Schnapp zu, Tiger. Ich guck zu. Hey, der kaut an den Blättern, Alter. Der hat an den Blättern gekaut, wie cool. Und jetzt abstauben. Der sieht aber cool aus. Boah, richtig Scheiros. Die droppen aber alle Dinosaurier-Kotlets. Ja. Ich habe einen schweren Knochen von ihm bekommen. Hier ist noch einer. Ich habe noch eine Struktur. Alter, ich habe viel bessere Sicht, jetzt wo ich ein Dino bin. Mann, Benjamin, ich habe mich... Hier ist noch einer. Boah, weiß ich nicht, ob Nahkampf... Oh, ja, Gambo, das war... Nee, Quatsch-Idee, Alter. Das war Quatschi. Ich kann die nicht hitten, ich bin so groß. Hey, der rennt euch hinterher. Digga, Gambo, geh mal weg von mir. Warum ist der so schnell?
Gambo, bau dich hoch, bau dich hoch. Ja, mach ich jetzt auch. Der rennt dir hinterher. Ich sehe Gambo da hinten in der Mitte. Hallo Gambo! Gambo, pass auf, Digga. Du bist gleich tot! Digga, Gambo, ich bin das, ich renn dir hinterher. Echt jetzt? Nein. Gambo ist so doof. Digga, Alter. Der hat mich komplett hops genommen. Der hat sich da hochgebaut wieder ein. Digga, ich hab das aber auch nicht gerafft. Ich bin gewohnt, ich hatte ein halbes Herz, nachdem ich gedroppt bin. Echt jetzt? Ja! Okay, das hat das zu mir ich leid. Hätte fast einen OP-Goldapfel gekriegt. Digga, der hat einen OP-Goldapfel? Das ist. Ich hab aber auch einen, muss ich sagen. Aber krass. Nicht mit. Dass er den aber mitgenommen hat, ist crazy. Ja, Junge, ich weiß doch, mit wem ich hier unterwegs bin. Und wir sind eben schon mittig. Hier ist wieder ein Froggy. Für den Morph. Ich will eigentlich auch den Morph. Wie, nee. Das Ding ist, den mitzunehmen, ist ein bisschen nervig jetzt halt. Ja, deswegen lass uns den mal da haben. Fabian. Okay, ich werde es für die Wissenschaft tun. Das ist halt eher eine Art Leder. Ich guck bei der Wissenschaft zu. Also wir machen das jetzt für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Vielleicht kriegen wir ja Fell. Ach den, ja, der sieht schon fellmäßig du aus. Aber es ist mehr Leder halt, ne? Aber gibst du uns ein bisschen Fell? Nee. Der spuckt auf mich. Schade. Das Ding ist, das sieht halt, siehst du irgendwie noch ein Ende, weil bei mir sieht das immer so schwarz da hinten ja, bei aus. Mir ist auch und das sieht so lang noch aus. Größere Sicht, ja, das ist schon sehr, sehr groß. Eine sehr große Höhle. Ja, ja, da hinten ist eine Wand, sehe ich von hier. Achso, also sind wir schon jetzt in der Mitte. Ja, ja, wir haben schon, also gibt es, glaube ich, groß. Also man kann sich jetzt, also wir müssen halt noch rauskriegen, wie man dieses Leder bekommt. Das habe ich jetzt noch nicht ganz gecheckt. Das können wir ja nochmal in der. Vielleicht hat das einfach auch eine niedrige Drop-Wahrscheinlichkeit. Ja, das können wir ja nochmal wiederkommen, sonst wir haben ja die Koordinaten. Ab nach Hause. Wir handeln uns jetzt alle. Ich nehme den einen, den ich nur habe. Den hier. Den. Wie heißt denn der offiziell? Tremorsaurus. Wie heißt denn der? Passt der überhaupt durch? Passt ja gar nicht durch. Boah, ich bin fast tot, warte. Ich nehme den Flugsaurier. Oh, ich passe aber gerade so durch. Gambo, mach mal Platz da, aua. Alter, wenn ich laufe, Junge, guck mal. Ich bin so am Shake mit dem geht's. Kopf. Der und Gambo Junge, sieht auch anders geil. Der hat keinen Kopf, Alter. Meiner hat keinen Kopf. Mann, warte mal, was hab ich denn noch? Ich hab aber nur so kleine sonst. Ja, hilft ja nix. Hab ich einen Kopf, Junge? Ja, du siehst gut aus, das ist perfekt. Wie findest du meine Nase? Die ist dieses 700D, Alter, die ist crank. Aber das ist nicht deine Nase, das ist dein Maul, oder? Ich denke, aber auch ein bisschen Nase, auch drin. Auch? Ich habe einen Kürbiskuchen, aber der ist fake, weil ich kann den nicht essen. Ich kann ihn nur platzieren. Ich bin der kleine Mann. Ach doch, ach so, das ist ein Kürbiskuchen zum ich verstehe. Wollen wir uns verstecken? Er soll uns eigentlich nicht so sehen, oder? Lass hier verstecken. Da passe ich nicht auf. Also, das ist schwer zu verstecken. Stell dir. Lecker Schokolade. Schokolade. Hey, Mann, wir haben Papa verloren. Ey, dein Kopf ist auf dem Rücken, Ben. Du hast dir alles gebrochen. Du hast dir alles gebrochen. Alter Junge, Mann, geht's dir gut? Mir siehst du völlig verrückt aus. Ja, aber du hast deinen Kopf auch auf dem Rücken bei dir. Bei dir hast du ihn auf dem Rücken. Du bist ein Spitzkopf. Moin. Was? Ihr seid Menschen? Wir sind Team Dinosaurier. Ein bisschen mehr Respekt für Ryan. Wir sind die Dino-Gang. Digga, was war denn das? Hä? Ich distanziere mich. Das ist wieder rausgefluppt, sorry. Flupp, flupp. Von dem ganzen Dinosaurier-Essen, ey. Alter, das sieht aus wie eine Axt. Eine Keule. Das ist so eine Keule. Alter. Jo, ey, man dreht sich dann. Guck mal. Man ist betäubt. Guck mal bitte. Ja, ich seh's, Mein Kopf wackelt. Ja, ich seh's. Mein Gott, wie viel Schaden das macht das? 9 Damage, ohne Verbrauch. Aber, Digga. Aber guck mal. Ja, aber guck mal. Es hat mir 5 Herzen gezogen. Kann ich mal sehen? Also es ist halt sehr, sehr langsam. Kann ich mal sehen? Man kann sich nicht bewegen dann. Hau mal Ben einen über den Bruder, ist ein One-Shot, chill. Was hast du für eine Rüstung? Gambo, komm mal her.
Warte, ich setz meinen. Ich muss meinen Handschuh rausnehmen, sonst bist du mich anders weg. Nein, warte, gib mal her. Ich zeig dir kurz, wie das andersrum aussieht. Das ist interessant. Aber ich will dir nach auch einen über den Dön zauen. Ja, aber hau mir. Du Bruder, der Frosch ist hier rausgesprungen. Mach das hoch. Bau das hoch. Höher bauen. Warum mich mal? Aber nee, ohne Grill! Warum denn? Digga, mit Abo! Gib mir auch ein! Gib mir auch ein! Junge! Alter! Alter, das ist crack! Ich kann mich auch gar nicht bewegen! Ja, ich kann mich nicht bewegen! So, das war auf jeden Fall eine krasse Folge. Wir haben echt eine Menge kranken Kram gesehen. Also, ich war noch nie in so einer Alex-Cave, muss ich ehrlich sagen. Und das war schon saucool, auch mit den Dinosauriern und allem drum und dran. Also. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Like da, einen Kommentar. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.